Guten Morgen zusammen. Good morning. After they changing the hour, I don't know if it's good morning or nachdem good afternoon or it's very early. Ich weiß nicht mehr, nachdem die Zeit umgestellt wurde, ob es guten Morgen ist oder schönen Mittag oder was auch immer. I didn't know that they will change the time. Ich wusste nicht, dass die Zeit umgestellt wird. Remember, I am Syrian, not German. I don't know the news. Ich bin syrisch und nicht deutsch, deswegen weiß ich nicht, warum diese Zeit umgestellt wird. And yesterday I spent long time studying the Bible and said, okay, I will sleep at 12. Und gestern habe ich lange Zeit die Bibel studiert und dann dachte ich, ich schlafe um 12 Uhr ein. And suddenly became one. Und dann auf einmal war schon eins. And I lost 1 hour. Und ich habe eine Stunde Schlaf verloren. But that's okay. Aber das macht nichts. The subject today, it's very sensitive one. Das Thema heute ist nicht so ein einfaches Thema. And I would like you to open not just your ear, but also your heart. Und ich bitte euch, dass ihr nicht nur eure Ohren aufmacht, sondern auch euer Herz öffnet. And be patient with me. Und seid bitte geduldig mit mir. Because the subject is why believers suffering. Weil das Thema heute heißt, warum Gläubige auch leiden. And to answer this question, und um diese Frage zu beantworten, there is two answers. Gibt es zwei Antworten. The short one, die kurze Antwort, it's need 4 seconds. Die braucht vielleicht 4 Sekunden. Why believers suffering? Warum leiden Gläubige? Why not? Warum nicht? If you don't like this one, then we will go to the long one. Und wenn dir diese Antwort nicht gefällt, dann gehen wir mal zur langen Antwort. But it's need 40 hours. Aber die braucht vielleicht 40 Stunden, um euch die zu erklären. I will make it in 40 minutes. Ich werde jetzt 40 Minuten nehmen. Because time is changing, then I will change also the time. Und durch die Zeitumstellung werden wir das jetzt auch einfach kürzer machen. Why it's big problem? Warum ist das so ein großes Problem? Because when a human being suffering, denn wenn ein Mensch leidet, whatever they are, believers or non-believers, egal ob er Christ ist oder nicht Christ, suffer is make kind of contradiction of our logic. Okay, das Leiden, das tut etwas mit unserem logischen Verstand. If we don't believe that God is exists, wenn wir glauben, dass Gott nicht existiert, we still ask why there is suffering. Dann haben wir immer noch diese Frage im Kopf, warum gibt es Leid? Why life doesn't go very normal and smooth? Warum läuft in meinem Leben nicht alles ganz glatt? And if we believe that God is there, und wenn wir glauben, dass es Gott gibt, also we have kind of contradiction. Dann haben wir auch dieses Verständnis. If he is there, if he loves me, wenn er hier ist und wenn er mich liebt, then why I am suffering? Warum leide ich dann? Then the problem of suffering is not just easy thing we can just close our eyes and not see it. Und dieses Problem oder diese Frage des Leidens, vor der können wir nicht einfach die Augen verschließen. We cannot ignore it. Wir können es nicht ignorieren. For that many non-believers, they don't believe in God because the evil and the suffering in this world. Und das ist auch der Grund, warum viele Menschen nicht glauben können, weil es Leiden gibt und weil es Böses hier auf dieser Erde gibt. It's became kind of excuse. Und das ist so zur Ausrede geworden. Why you don't believe? Warum glaubst du denn nicht an Gott? You see all these evil things, then God is not there. Siehst du nicht all das Böse in dieser Welt? Gott kann es nicht geben. But in other hand also with believers. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Gläubige. Many times when suffering is come. Wenn dann das Leiden kommt, they start to doubt about loving of God. Dann zweifeln sie an der Liebe Gottes. Or they start to think that this is kind of punishment. Oder sie denken, das ist eine Strafe Gottes. Or this is because a sin. Oder sie denken, sie haben irgendwie gesündigt und das ist die Folge dieser Sünde. Of course, sin cause suffering. Ja, Sünde kann zum Leid führen. But is this the only reason? Aber ist das der einzige Grund, warum es Leiden gibt? I mean, we are always tempting to give God question and answers. Okay, und wir sind immer versucht, dass wir Gott die Fragen in den Mund legen, aber auch die Antworten. Like if I am suffering, I ask, are you punishing me? Und wenn ich jetzt zum Beispiel leide, dann frage ich Gott, werde ich für etwas bestraft? Or do you left me? Oder hast du mich verlassen? You know, God
we cannot force him to choose one of the wrong answers that we give him. Aber wir können Gott nicht zwingen, dass er eine dieser falschen Antworten, die wir ihm aufzwingen wollen, nimmt. When disciples came with and asked about the person who born blind. Als die Jünger kamen und ihn gefragt haben, warum ist diese Person blind geboren? And they give Jesus a question and the answers together. Und sie haben Jesus gefragt und haben ihm gleich auch die Antwort gegeben. Who did sin, he or his parents? Wer hat gesündigt? Dieser Mensch selber oder seine Eltern? And I love this in Jesus. Always he break our limited and take us over. Und ich liebe das an Jesus, dass er uns immer über unsere Begrenzungen hinausführt. No, he didn't. Nein, er hat nicht gesündigt. Or not because his sin, not because his parents. Oder er war nicht blind, weil er gesündigt hatte, and auch nicht weil seine Eltern gesündigt always hatten. Always God has another answer. Sondern Gott hat immer eine andere Antwort. To help us to open our mind and heart. Und er hilft uns, dass wir unseren Verstand öffnen und auch unser Herz öffnen können. And for me, to answer this question, the best book can answer us is the book of Job. Und für mich das beste Buch, das uns da Antwort geben kann, ist das Buch Hiob. Because it's answering all these questions about the problem of pain. Weil es eine Antwort bringt auf dieses Problem des Leidens. Whatever for believers or non-believers. Egal, ob es sich um Christen handelt oder nicht Christen. But also it's deal with the people who are surrounding the person who are suffering. Aber es geht auch um die Menschen, die um die Person herum sind, die leidet. Because in this book we don't just see Job and God and suffering. In diesem Buch geht es nicht nur um Hiob und Gott und sein Leiden. In fact, we see a lot of people around. Wir sehen viele Menschen, die um ihn sind. What their reaction? Und ihre Reaktion darauf. What their explanation? Und wie sie versuchen, dieses Leiden zu erklären. Then this book is very good for this theme. Und dieses Buch ist super für dieses Thema. And the best way to understand it, we have to structure this book. Und wir müssen dieses Buch strukturieren, um das zu verstehen. Of course, 42 chapters, you cannot explain it in few minutes. Wir können diese 42 Kapitel nicht in ein paar Minuten erklären. But when we have structure, it's make it more simple. Aber wenn wir einen Aufbau machen oder eine Struktur hineinbringen, dann wird es etwas einfacher. Simply, it's a start with introduction. Also dieses Buch hat eine Einführung. And this introduction, just the first chapter and part of the second chapter. Und diese Einführung ist so das erste Kapitel und ein Teil vom zweiten. Then the story, it's come from this beginning and start to become more and more and more until chapter 37. Und dann geht es in die eigentliche Geschichte und die baut sich dann langsam auf bis zum Kapitel 37. And at the end we have kind of conclusion, especially in chapter 42. Und im Kapitel, besonders im Kapitel 42, kommt dann die Schlussfolgerung dieser Geschichte. Let us to read the first few verses from chapter 2. Lasst uns die ersten Verse aus dem Kapitel 2 lesen. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten. Und unter ihnen kam auch der Satan, um sich vor dem Herrn zu stellen. Da sprach der Herr zu Satan: Wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zu Satan: Hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet, und er hält immer noch fest an seiner Tadellosigkeit, obwohl du mich gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verderben. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach: Haut für Haut. Ja, alles, was der Mensch hat, gibt er hin für sein Leben. Aber strecke doch deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, so wird er dir sicher ins Angesicht absagen. Da sprach der Herr zum Satan: Siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Now, in chapter 1, we know who is Job. Im Kapitel 1 geht es darum, wer Hiob ist. And it seems he is one who living in Middle East. Und er scheint jemand zu sein, der im Nahen Osten lebt. In fact, maybe part of Syria and part of Jordan. Vielleicht in einem Teil von Syrien oder Jordanien. Then he is my neighbor.
Er ist vielleicht mein Nachbar gewesen. And I have right to speak about him. Und ich habe jetzt das Recht, über ihn zu sprechen. And it says how much he was rich and righteousness. Und es heißt, dass er ein sehr rechtschaffener Mann war und ein sehr reicher Mann. Then suddenly we see kind of a meeting. Und auf einmal gibt es da, sehen wir ein Treffen, das stattfindet. Maybe God speaks with the angels or I don't know. Ein Treffen, wo Gott vielleicht mit den Engeln zusammen hat. And suddenly somebody, unwanted person, coming in this meeting. Und auf einmal kommt eine Person zu diesem Treffen, die eigentlich nicht gewollt ist. And Satan starts to speak with God. Und Satan fängt an, mit Gott zu reden. Is that possible? Ist es möglich? I mean, if you don't believe that possible, how can you believe that Jesus tempted on the mountain? Wenn du glaubst, das ist nicht möglich, wie kann es dann möglich sein, dass Jesus von Satan versucht wurde auf dem Berg? If Satan cannot speak with God, of course he cannot speak with Jesus. Und wenn Satan nicht mit Gott reden könnte, dann könnte er auch nicht mit Jesus reden. Because Jesus is God. Aber Jesus ist Gott. But in fact, Satan didn't start the conversation. Aber Satan hat diese Konversation nicht von sich aus angefangen. God start asking Satan. Gott hat angefangen, Satan zu fragen. From where you came? Woher kommst du? Of course God knows. Und Gott weiß das natürlich. But the point is showing us in this story how much God is care. Aber der Punkt, den wir sehen müssen in dieser Geschichte, ist, wie sehr sich Gott kümmert. In fact, care about his beloved Job. Er kümmert sich um seinen geliebten Hiob. Did you try to tempt or harm my job? Hast du versucht, meinem Hiob was Böses anzutun oder ihn zu versuchen? Because God knows that Satan is not happy about anyone believing God. Weil Gott weiß, dass Satan nicht glücklich ist über irgendjemand, der an Gott glaubt. Good morning. Guten Morgen. If you find that your life attacking too much, und wenn du denkst, du erlebst zu viele Angriffe in deinem Leben, don't be afraid. Dann hab keine Angst. Don't feel this is strange. Denk nicht, das ist jetzt eine schwierige Zeit oder it's komisch, dass ich angegriffen werde. Very normal if you believe in God and you do what God asking you to do. Sondern das ist etwas Normales, wenn du das tust, was Gott möchte, was du tun sollst. Satan will attack you. Dann wird der Satan dich angreifen. Because you are a danger for his kingdom. Weil du eine Gefahr für das Reich des Satans bist. Sometimes we think, oh, Satan is so big or so huge and we are so little. Why he attacking us? Und manchmal denken wir, Satan ist so groß und so riesig und warum greift er uns kleine Menschen an? Everyone believes in God and has the blood of Jesus on his life. It's a big danger for the kingdom of darkness. Jeder, der an Gott glaubt und das Blut Jesu auf sich hat, auf seinem Leben hat, der ist eine riesige Gefahr für das Reich des Satans. Now, of course, the answer of Satan was clear. Yeah, because, you know, you think he is believing in you for free? Und die Antwort des Satans war, denkst du, der Hiob glaubt an dich gratis? You blessed him. Es ist, weil du ihn gesegnet hast. Deswegen glaubt er an dich. You gave him a lot. Und du hast ihm viel gegeben. Of course he will worship you. Natürlich wird er dich anbeten. Which means Satan summarizes all the life of Job. Und Satan hat so das ganze Leben Hiobs zusammengefasst. Job has no relationship with God just because you blessing him, then he is doing this for you. Und er sagt, Hiob hat eigentlich gar keine Beziehung zu dir, sondern nur weil du ihn segnest, deswegen redet er mit dir. And sometimes this is not just the sound of Satan, sometimes people around us could think like this. Und manchmal könnten auch die Menschen um uns herum das denken von uns. Yeah, he go to church because the church helping him. He is going to church because church helping him. Okay, der geht nur zur Gemeinde, weil die Gemeinde ihm irgendwie hilft. He is worshiping God because God blessing him. Und er betet Gott nur an, weil Gott ihn segnet. Now, in this story, Satan said this. Of course, God knows that Job not doing this in a purpose. Und Satan sagt dies zwar zu Gott, aber Gott weiß, dass wie das Herz des Hiob aussieht. God knows why Job worshiping him.
Und Gott weiß, warum Hiob ihn anbetet. God knows that Job is a righteous person. Und er weiß, dass Hiob ein rechtschaffener Mann ist. He has nice heart. Und dass er ein gutes Herz hat. He has nice behavior. Und dass er gute Taten hat. Now, God knows. Gott weiß das. Satan knows also. Und Satan weiß es eigentlich auch. But try to accuse. Aber er versucht ihn trotzdem anzuklagen. But we don't know why God allowing Satan to attacking Job. Aber wir wissen immer noch nicht, warum Gott dem Satan erlaubt, dass er den Hiob angreift. In fact, the whole book didn't say why. Und das im ganzen Buch Hiob steht nicht einmal, warum Gott ihm das erlaubt hat. Please notice this. Okay, jetzt ich habe einen wichtigen Punkt jetzt. How many times in our life we have questions without answers? Wie oft in unserem Leben haben wir auch Fragen an Gott und keine Antwort? How many things happened in our lives? Wie viele Dinge sind in meinem Leben, in unserem Leben passiert? And we don't know why. Und wir wissen nicht warum. And we like to know why. Und wir würden es gerne wissen. And we ask why. Und wir fragen auch, warum Gott? But there is no answer. Aber wir bekommen keine Antwort. In fact, one of the difficult things in this book. Und eines der schwierigen Dinge in diesem Buch. That this introduction we see it, Job didn't see it at all. Und diese Einführung, die wir eben gehört haben, die hat Hiob überhaupt nicht mitbekommen. Now we know what happened behind, but Job has no information. Wir sehen hier zwar, was hinter den Kulissen passiert, aber Hiob hat das nicht gesehen. And this is very critical point in the suffering subject. Und das ist ein ganz kritischer Punkt, wenn es um Leiden geht. That not that I am suffering, but why I am suffering. Nicht, dass ich leide, sondern warum ich leide. Sometimes suffering is like this. Manchmal ist das Leiden ungefähr so. And became like this when I don't know why I am suffering. Und weil ich nicht weiß, warum ich jetzt leide, wird dieses Leiden so groß. Maybe if I know, that will make my suffering is less. Vielleicht würde es mir einfacher machen, wenn ich wüsste, warum. Then why God didn't tell Job? Und warum hat Gott das Hiob nicht gesagt? You know, this is the same question the student asking. Und das ist die gleiche Frage, die auch der Student gefragt hat. In every exam. In jeder Klausur. Why we have questions, but we don't have the answers with these questions. Warum haben wir hier Fragen, aber keine Antworten dazu? Because if I will have questions and answers. Weil wenn ich die Fragen und die Antworten hätte. Then it's not test anymore. Dann ist es auch keine Klausur mehr oder kein Test. If God will tell Job, come Job, look, I will tell you. Satan will tempt you, but don't worry. Okay, wenn Gott zu Hiob gesagt hat, Hiob, komm mal her, der Satan wird dich versuchen, aber keine Angst. Let us to act like this. Just act like you trust me and don't worry. Lass uns einfach so tun, als wenn du mir vertrauen würdest, aber mach dir keine Sorgen. Sorry, this is not our God. So ist Gott nicht. Because he is honest. Er ist wahrhaftig. He is truth. Und er ist Wahrheit. Faithful. Okay. Faithful. Er ist treu. And this temptation or this problem happened, God didn't give answer, as the teacher didn't give answer for the student with the test. Und als diese Versuchung oder dieses Leiden passiert ist, hat Gott Hiob nicht die Antwort gegeben, so wie auch der Student nicht die Antwort bekommt in der Klausur. Now things start to go more and more difficult for Job. Und die Dinge wurden dann immer schwieriger für Hiob. Everyone of us suffering from something. Jeder von uns leidet wegen irgendetwas. But here we have one example of somebody who lost everything. Aber hier ist ein Beispiel von jemand, der alles verloren hat. He lost all what he owned. Er hat alles, was er besessen hat, verloren. He lost all his dears. Er hat all seine Herden verloren. And he lost his health. Er hat seine Gesundheit verloren. In fact, somebody dear, very close. Okay, also seine Herden und auch seine Kinder, alles was ihm lieb war, hat er verloren und auch seine Gesundheit. Then he lost people, money and health. Er hat also Menschen verloren, er hat Geld verloren und die Gesundheit. In a very short
period of time. In einer ganz kurzen Zeitspanne. I mean, no one of us today can say, oh, I'm suffering more than Job. Keiner von uns kann sagen, ich leide noch mehr als Hiob. Then looking to this story and going with it is very important. Und es ist wichtig, wenn wir diese Geschichte anschauen. Because give us hope. Denn der soll uns Hoffnung geben. If this person could survive, then I can survive. Wenn diese Person, die so viel gelitten hat, das überlebt hat, dann kann ich das auch. Now with this problem is not just he lost everything, but we will see the story. When it's started. Okay, und als dann die Geschichte anfängt nach dieser Einführung, die Person, die hier alles verloren hat. Story takes almost 36 chapters. Und die Geschichte, die ist dann ungefähr 36 Kapitel lang. And all these details in these chapters is not what happening more with Job. Und in diesen Kapiteln geht es dann nicht noch, was noch mehr mit Hiob passiert. It just three friends of him came to visit him. Es geht darum, dass drei Freunde kamen, die ihn besucht haben. And those friends, they came to be close from him. Und das sind richtig nahe Freunde von Hiob. To helping him. Und sie wollten ihm helfen. To comforting him. Sie wollten ihn trösten. And how many times we start to go to people who are suffering and try to help them. Und wie oft versuchen wir jemand, der leidet, wie oft versuchen wir dahin zu gehen und ihm zu helfen? And that shows good heart that I am going to the suffering people. Und das zeigt eigentlich ein gutes Herz, wenn ich zu jemand gehe, der leidet. But it takes long story just because they came and at the beginning they didn't say anything. Okay, und am Anfang, als sie zu Hiob kamen, haben sie erstmal gar nichts gesagt. But later, they couldn't stop speaking. Aber danach konnten sie nicht mehr aufhören, mit ihm zu reden. In fact, when Job start to speak about his problem, als Hiob dann anfängt, über seine Probleme zu reden, suddenly these three friends became three theologians. Und auf einmal wurden diese drei Freunde zu drei Theologen. Three philosophers. Drei Philosophen. And each one want to put his theory on his friend. Und jeder wollte seine Theorie ihrem Freund sagen. And each one start to speak something that caused Job very hard time. Und jeder hat irgendetwas gesagt, das Hiob eigentlich noch mehr verletzt hat. Eliphaz, the first one start in the beginning of chapter 4 and say, you are good one and God bless you, but. Und Eliphaz, der Erste, der hat in Kapitel 4 dann angefangen, hat gesagt, du bist eigentlich ein guter Mensch und du... Ja, wir wollen das einfach kurz lesen. Ist nicht deine Gottesfurcht, deine Zuversicht und die Tadellosigkeit deines Weges deine Hoffnung? Bedenke doch, ist je ein Unschuldiger umgekommen und wo wurden Rechtschaffene vertilgt? And the problem, after he say you are a good person, but he say, but look, do you think God punish without reason? Okay, und er sagt, du bist zwar ein guter Mensch, aber schau doch mal, straft Gott irgendjemand ohne Grund? Then the explanation of the first friend was. Und die Antwort darauf, die der erste Freund gegeben hat auf das Leiden. Of course there is sin, then you are now suffering from your sin. Du leidest, weil du gesündigt hast. Hallo? Do we do this also? Tun wir das nicht oft auch? Are we not tempted to go to people who are suffering and say, what's wrong you did, then you are having what you have? Sind wir versucht manchmal, dass wir zu jemandem gehen und sagen, was hast du denn Falsches getan, dass du jetzt so leidest? Sometimes we say it to our lives. Manchmal sagen wir das auch zu uns selber. Was haben wir getan, dass wir so bestraft werden? And sometimes we say it to others. Und manchmal sagen wir es auch zu anderen. And sometimes we don't say it. Und manchmal sagen wir es vielleicht nicht. But our eyes say it. Aber unsere Augen bringen das rüber. Our actions say it. Unsere Taten zeigen das auf. Now Job start to answer him and say, no, I didn't did anything wrong. Und Hiob sagt, nee, ich habe nichts Falsches getan. And start to explain to him, in fact, he try his best to explain that this matter is not because my sin. Und er versucht dem Mann zu erklären, was mir passiert ist, ist nicht aufgrund meiner Sünde. Then the other friend came. Und dann kommt der andere Freund. And another theory came. Und die andere Theorie wird auch hier herübergebracht. God is good. He cannot put pain on somebody or suffering without reason. Okay, Gott ist gut und er wird niemand leiden lassen ohne Grund.
And good people must have no pain. Und gute Menschen werden nie leiden. We don't see this. We don't say this. Sagen wir das nicht auch manchmal? We don't think like this. Denken wir so nicht manchmal? Then start Job again to explain. No, believe me, I didn't do anything wrong. Und dann versucht Hiob wieder zu erklären. Nein, glaub mir doch, ich habe nichts falsch gemacht. Yes, God is great and God can do anything. Ja, Gott ist gut und groß und er kann alles tun. Now, Job has no explanation. Und Hiob hat keine Antwort darauf. But he knows God is great. Aber er weiß, Gott ist groß. But he knows that he didn't do anything. Aber er weiß auch, ich habe eigentlich nichts falsch gemacht. Now the other friend came. Jetzt kommt der dritte Freund. And he start also to telling Job very important things. Und er sagt auch seine Theorie und bringt seine Theorie dem Hiob nah. May you read it, please? Und dass er dir doch die Geheimnisse der Weisheit verkündete, denn es gibt noch doppelt so viele, wie du weißt. So würdest du erkennen, dass Gott dir noch nachlässt von deiner Schuld. Let me tell you this verse in another words. In anderen Worten möchte ich euch diesen Vers jetzt sagen. Job, why you are complain? Hiob, warum beschwerst du dich hier? To be honest, you deserve more than this, but look, God make a reducing for the suffering. Um die Wahrheit zu sagen, verdienst du eigentlich viel mehr, aber Gott hat dir weniger gegeben. He should punish you more. Er sollte dich eigentlich noch viel mehr bestrafen. But he just make this for you. Aber er hat dir nur diese kleinere Strafe gegeben. And you know, one after one coming to him and speaking to him. Und einer nach dem anderen kommt dann zu dem Hiob und sie versuchen ihm das zu erklären. Maybe my subject is about why believers suffering. In meinem Thema geht es zwar darum, warum Gläubige leiden müssen. But you know, God cut my heart when I read what the statement those people said. Aber Gott hat wirklich mein Herz berührt, als ich das gelesen habe, was diese Menschen zum Hiob sagen. And I felt very important message should deliver today. Und ich hatte das Gefühl, dass diese Botschaft heute sehr wichtig ist. Please, if you see somebody is suffering. Bitte, wenn du jemand siehst, der leidet. Don't become philosopher or theologian. Dann werde nicht zum Philosophen oder Theologe. This person doesn't need your theory. Diese Person braucht dann nicht deine Theorie, warum sie leidet. He needs you to be beside him. Sie braucht einfach nur dich, dass du mit ihm zusammenstehst. He needs you to feel what he is feeling. Sie braucht dich, dass du auch das fühlst, was sie fühlt. He needs you to be without answers like him. Sie braucht dich, dass du mit ihm stehst in dem, wo er keine Antworten hat. Please don't give answers just because you want to give answers. Bitte versuch nicht einfach nur Antworten oder Erklärungen zu geben, wo es keine gibt. Please don't say something about God and God didn't send you to say this thing. Bitte sag nicht, dass Gott das und das sagen würde, wenn er dich nicht gesandt hat, um das zu sagen. It's very important to deal with people who are suffering. Es ist so wichtig, vor allem im Umgang mit Menschen, die leiden. One psychologist say this word. Ein Psychologe sagte Folgendes. If you come near somebody who is suffering, wenn du jemanden nahe kommst, der leidet, please take off your shoes, dann zieh deine Schuhe aus. Because the land you are touching is holy land. Denn das Land, auf dem du trittst, ist heiliges Land. Because you are touching the very inner life of this person. Weil du dann an das Innerste dieser Person kommst. Don't give him the wrong medicine. Gib ihm nicht einfach die falsche Medizin. And if this medicine doesn't work, say, oh, because he doesn't believe. Und dann, wenn die Medizin nicht funktioniert, dann sagst du einfach, ach, der glaubt einfach nicht genug. Medicine is medicine. Medizin ist Medizin. But wrong medicine is killing. Aber die falsche Medizin, die kann jemand umbringen. Not every theory I can sell it to somebody who is suffering. Okay, und nicht jede Theorie kann ich vor jemand legen, der leidet. Please be sensitive to the Holy Spirit. Seid einfach nur sensibel mit dem Heiligen Geist gegenüber. And help person to be aside, not to be the one who just explain. Und komm einfach an die Seite von jemand, der leidet und versuch nichts zu erklären. Now one after one start to speaking and answer after answer. Okay, einer nach dem anderen redet jetzt und eine Antwort und Erklärung nach der anderen kommt. And Job start to speak more stronger words. Und Hiob fängt jetzt an, in stärkeren Worten zu antworten. He start to say, you know, I don't feel that God is there for me. Und er
er sagt dann zu ihnen, wisst ihr, ich fühle es einfach nicht mal, dass Gott mir nahe ist, dass er mir nicht nahe ist. He didn't doubt that God is there. Er hat zwar nicht gezweifelt, dass es Gott gibt. He started to say, I don't feel. Aber er sagt, ich spüre ihn nicht mehr. I cannot see. Ich sehe ihn nicht mehr. And you know, when you try to helping somebody suffering, und wenn du versuchst, jemandem zu helfen, der leidet, and put a lot of theory on him, und wenn du ihm viel mit Erklärungen und Theorien zutextest, that will make his suffering more. Dann wird das Leiden noch sich verschlimmern. That will make him to speak more hard things. Und da wird er noch harscher dir antworten. It started with Job saying in the beginning that he wanted that he is not born better than this life. Okay, am Anfang hat Hiob gesagt, er wünschte, er wäre nie geboren worden. But it's ended with himself trying to define himself. Und am Schluss hat er sich selber versucht zu finden. Until it's get the minute in chapter 38 and God starts speaks. Und dann im Kapitel 38 fängt Gott an zu reden. May you read it, please. Jagst du die Beute für die Löwin und stillst du die Begierde der jungen Löwen, wenn sie in ihren Höhlen kauern, im Dickicht auf der Lauer liegen? Wer verschafft dem Raben seine Speise, wenn seine Jungen zu Gott schreien und herumflattern aus Mangel an Nahrung? Now I just take a very small example. Ich nehme jetzt nur ein kleines Beispiel hier. But 38, 39, 40, 41, all that God is speaking. Okay, und von Kapitel 38 bis 41 redet Gott. And speaks a lot about not just how much he is great. Und es geht nicht nur darum, wie groß Gott ist und was er tut. Because the friends of Job said that God is great. Denn die Freunde Hiobs haben auch gesagt, Gott ist groß. Job said that God is great. Auch Hiob hat das gesagt. And suddenly God says, I am not just great. Und jetzt kommt Gott und er sagt, ich bin nicht nur groß. But I care. Aber ich kümmere mich auch. I love. Ich liebe. I am close. Ich bin nahe. Trust. Und du kannst mir vertrauen. Trust. Du kannst mir vertrauen. And the whole story changed when God started speaking. Und die ganze Geschichte verändert sich, als Gott anfängt zu sprechen. And I think the best thing that we can pray for the people who are suffering. Und das Beste, was wir tun können, wenn wir für Menschen beten, die leiden. Lord, please speak. Herr, bitte rede du zu ihrem Herzen. Lord, open their eyes, then they will see you there. Öffne ihre Augen, dass sie sehen, dass du da bist. Don't say to God, please go to them. Sag nicht zu Herr, geh du einfach zu ihnen hin. Because God already there. Denn Gott ist schon dort. God already with everyone who is suffering. Gott ist schon bei jedem, der leidet. God is already there. Gott ist schon dort. You don't need to ask him to go there. Du musst ihn nicht erst bitten, dass er dorthin geht. You need to ask God to open the people's eyes, then they will see that he is there. Du kannst beten, dass Gott die Augen von ihnen öffnet, dass sie sehen, dass er ganz nahe ist. He is not just almighty. Er ist nicht nur allmächtig. But he cares. Aber er kümmert sich auch. He loves. Und er liebt sie. He is close. Er ist ganz nahe. I would like to share with you a personal story. Ich möchte euch eine persönliche Geschichte von mir erzählen. I am not the person who is sitting on a high tower and speaking about the suffering. Ich sitze hier nicht im hohen Turm und rede von etwas, das ganz weit weg von mir ist. But I am the person who suffered in several occasions. Ich habe verschiedene Situationen gehabt, wo ich auch gelitten habe. And what I learned under suffering. Und was ich darunter gelernt habe in diesen Situationen. Impossible to learn it without suffering. Das ist einfach unmöglich zu lernen, wenn man nicht in diesem durch dieses Leiden geht. In fact, every shift happened in my life, it was after tragic story. Und ich bin immer einen Schritt weitergegangen nach einer tragischen Geschichte. A few years ago when my wife was pregnant with our third son. Und vor ein paar Jahren, als meine Frau schwanger war mit unserem dritten Sohn, after a few months of pregnancy, she started to bleed. Und nach einigen Monaten der Schwangerschaft fing sie an zu bluten. And they took her to Luzern hospital. Und in Luzern haben wir sie ins Krankenhaus gebracht. She stayed there 2 months, laying down on a bed. Und sie lag dort im Bett 2 Monate lang. And doctors discovered that her placenta, it came out of the womb and built between the womb and the belly.
Und dann hat man festgestellt, dass ich die Plazenta abgelöst hatte. It's called placenta accreta, and this matter when they open for to deliver the baby, she could bleed and lost her life. Okay, und das ist lebensbedrohlich und sie haben dann einen Kaiserschnitt gemacht und wir wussten dann nicht, ob sie zu viel Blut verliert. Now, it was a critical point. Es war eine sehr kritische Situation. Surgery was very big surgery. Die OP war sehr groß. And I asked to be in the surgery and they allow me to be there. Und ich habe dann gebeten, dass ich mit im Operationssaal sein kann und das haben sie auch erlaubt. Now surgery took 4.5 hours. Die OP hat 4.5 Stunden gedauert. After 2 hours they remove all the womb with the baby from her body. Und nach 2 Stunden haben sie dann die ganze Gebärmutter entfernt mit dem Baby drin. And my son born. Und mein Sohn wurde so geboren. Has no breath. Er hat nicht geatmet. And his start not bumping. Und er hatte keinen Herzschlag. And she in that minute got thrombosis in her leg. Und in dieser Minute hat meine Frau eine Thrombose in ihrem Bein bekommen. And it was emergency case in that small room. Und da war ein riesiger Notfall in diesem kleinen Raum. 16 doctors and nurse were there. 16 Ärzte und Krankenschwestern waren in dem OP-Saal. And last thing I saw it that my son is suffering. And my wife is suffering too. Und das Letzte, was ich dann in diesem Raum gesehen habe, ist, dass mein Sohn hier leidet, meine Frau leidet. And they kick me out. Und dann haben sie mich rausgeschmissen. And I went out of that, operation room. Und dann bin ich aus diesem OP-Saal gegangen. And I stand there alone. Und dann stand ich da alleine. My close friend took care of my 2 children. Okay, nahe Freunde haben auf unsere anderen beiden Söhne aufgepasst. And to be honest, I didn't even know what I should pray. Und ich wusste nicht mehr, was ich beten soll. Because under critical time, wenn man in so einer kritischen Situation steht, sometimes word is just gone. Dann hat man das Gefühl, der Herr ist nicht mehr da. All what I remember, it's very short statement I said. Und an was ich mich noch erinnern kann, ist dieser kurze Satz, den ich gesagt habe. I said, Lord, I don't know if we will be back to our house 3 people or 4 or 5. Und ich habe gesagt, Herr, ich weiß nicht, wenn ich nach Hause gehe, ob wir nur noch zu dritt sind, zu viert oder zu fünft. But I know one thing. Aber ich weiß eines. That you are good. Dass du gut bist. And I know that everything you do is good. Und dass alles, was du tust, gut ist. And I love you. Und ich liebe dich. And whatever the result will be. Und egal, was das Ergebnis jetzt ist, I love you and I will serve you. Ich liebe dich und ich möchte dir dienen. That was all my prayer. Und das war mein Gebet. But I felt the heaven opened. Und ich hatte das Gefühl, der Himmel öffnet sich. I didn't get directly answer. Ich habe zwar keine direkte Antwort bekommen. I was there 2 or 2.5 hours waiting. Und ich habe vor diesem OP-Saal 2.5 Stunden gewartet. I have no words. Ohne Worte. And suddenly the nurse came out. Und auf einmal kam die Krankenschwester heraus. And she said, "Your wife and your son is okay." Und sie hat gesagt, deine Frau und deinem Sohn geht es gut. Believe me. Glaub mir. In that minute, if the nurse says that they are okay or they are not okay. In dieser Minute, wenn die Krankenschwester dir eine Antwort gibt, ob es ihnen gut geht oder nicht. For me, the battle is already end. In dieser Minute war der Kampf schon vorbei für mich. The battle ended because I don't feel any more pressure when I say to Lord that I trust you. Der Kampf war da vorbei, wo ich gesagt habe, Herr, ich vertraue dir. That's happened again and again. Und das ist immer und immer wieder in meinem Leben passiert. My wife got cancer, then she got free from the cancer. Meine Frau hat Krebs bekommen, dann war sie frei vom Krebs. A few weeks ago they discovered another 2 tumor in her lung. Und vor ein paar Monaten haben sie oder ein paar Wochen haben sie zwei Tumore in ihrer Lunge gefunden. And she did surgery. Und sie hat wieder OP bekommen. And every time we have critical problem, I don't know what will happen. Und jedes Mal, wenn so eine kritische Situation kommt und ich nicht weiß, wie das Ergebnis sein wird. Because circumstances changing always. Weil die Umstände sich immer verändern.
But he is not. Aber er verändert sich nicht. Every time the only fact I know that he is there. Und jedes Mal gibt es nur diesen einen Fakten, den ich the weiß. Only er ist da. Fact I trust that he is there. Und ich vertraue dem, dass er da ist. And just a few days ago, the report came of this tumor and say no cancer. Und vor ein paar Tagen haben wir das Ergebnis bekommen von diesem Tumor, kein Krebs. For me, here I can see very clear what God says to Job. Und hier sehe ich ganz klar, was Gott zu Hiob sagt. Then the conclusion came at this. Und dann kam die Schlussfolgerung dieser Geschichte. May I read it, please? Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach: Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Suffering is not just a reason of sin. Leiden hat nicht nur den Grund, dass Sünde im Leben da ist. There are many, many, many other reasons. Es gibt viele andere Gründe dafür. I don't know your case. Ich weiß nicht, wo es bei dir drum geht. I don't know what you are suffering from. Ich weiß nicht, von was du leidest. The things I am suffering from, I don't know the explanation of it. Ich weiß auch nicht in den Dingen, die wir erleiden, was da die Erklärung dazu ist. If I don't know mine, how can I help you with yours? Und wenn ich es nicht mal in meinem Leben weiß, wie kann ich dann dir helfen? Don't come and tell me this happened to me and this why. Frag mich nicht, warum dieses oder jenes dir passiert ist. Because in this book it's simply telling us. Und weil in diesem Buch, da geht es einfach darum. Even when we have no answers. Auch wenn wir keine Antworten haben. Do you still trust God? Vertraust du dann trotzdem Gott? Do you still love God? Liebst du dann trotzdem Gott noch? Do you still say to God, you are the first in my life? Sagst du dann immer noch zu Gott, du bist der, du stehst an erster Stelle in meinem Leben. The battle will end not when things will change. Der Kampf, der ist nicht dann beendet, wenn sich deine Umstände verändern. The battle will end it when you get that point, Lord, I trust you. Der Kampf ist dann beendet, wenn du an den Punkt kommst und sagst, Herr, dir vertraue ich. Of course, in the end of the story, God reward Job and he did huge things for him. Okay, und am Ende der Geschichte, da hat Gott dann Hiob belohnt und er hat ihn riesig gesegnet. But also God says that the friends were wrong. Aber Gott sagt auch, die Freunde des Hiobs, die haben Falsches gesagt. And ask Job to forgive them. Und er hat Hiob gebeten, dass er seinen Freunden vergibt. And please, if you are suffering from people around you, please forgive them. Und wenn du leidest und auch noch von Menschen um dich herum verletzt wirst dazu noch, dann bitte vergib ihnen. Job prayed for his friends. Und Hiob hat für seine Freunde gebetet. And God bless Job because he prayed for his friends. Und Gott hat Hiob gesegnet, weil er für seine Freunde gebetet hat. I would like to invite my wife to sing the song in the end of this sermon. Ich möchte Mary einladen, dass sie, also meine Frau, seine Frau, dass sie am Schluss noch ein Lied singt. Because she is the one who suffer a lot in our family. Sie hat viel gelitten in unserer Familie. But in the midst of this suffering, she's still saying that she trusts God. Aber auch inmitten ihres Leidens, das sie hatte, vertraut sie Gott. And I would like to give invitation for all of us this morning. Und ich möchte uns alle einladen heute Morgen. To renew your trust with God. Dass du dein Vertrauen in Gott erneuerst. And if you don't have, please take the decision and say, Lord, I would like to trust you. Und wenn du gar kein Vertrauen mehr hast, dann möchte ich dich einladen, dass du diesen Schritt nimmst und sagst, Herr, ich möchte dir neu vertrauen. Even when there is no answers of my deep questions. Auch wenn es keine Antwort zu diesen Fragen gibt, die ganz tief in mir liegen. Love and trust doesn't need answers. Liebe und Vertrauen braucht keine Antworten oder Erklärungen. Let us to be in the spirit of prayer when she is singing and renew our trust again. Lasst uns einfach in diesem Geistesgebet sein, während sie singt und unser Vertrauen auf Gott wieder erneuern.